Hey, da bin ich wieder, eure Pink Peach. Es geht heute weiter mit bienenfreundliche Pflanzen für den Garten bzw. Stauden. Ich habe wieder ein paar richtig schöne Pflanzen dabei, zumindest meiner Meinung nach. Und wie immer, denkt dran, das sind meine persönlichen Erfahrungen aus meinem Garten. Jeder Garten ist anders, bzw. auch der Boden und auch der Standort. Die Pflanzen, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, bei mir sind die total pflegeleicht. Das kann natürlich woanders wieder, ja, leider total anders halt sein. Und ja, genießt einfach die Pflanzenauswahl und dann bis nachher. Die Schwertlilien dürfen auf keinen Fall in einem bienenfreundlichen oder insektenfreundlichen Garten fehlen. Es gibt eine ganz breite Farbauswahl, zum Beispiel in Weiß oder in Rosetönen, Blau. Und es gibt Versionen, da sind die Blüten sogar gemustert. Die sehen auch total interessant aus. Allerdings sind sie läuseanfällig. Unternehmen musste ich bisher in meinem Garten allerdings noch nichts. Das machen dann zum Beispiel die Meisen für mich. Und Vorsicht, sie kann sich sehr stark über ihre Samen ausbreiten. Also wirklich Vorsicht. Wenn ihr das nicht möchtet, dann schneidet ihr die Blütenstängel einfach nach der Blüte ab. Somit hat sich das Problem erledigt. Ansonsten Samen sammeln und aussäen. Der Knöterich, beziehungsweise das hier, das ist der Schlangenknöterich. Ich mag den total gerne, was wahrscheinlich auch an seiner Blühfarbe liegt. Hahaha, in Pink. Gibt es aber auch noch in anderen Farben. Er hat allerdings einen Nachteil, beziehungsweise nicht alle Arten, aber es gibt Arten, die wuchern extrem stark. Ihr müsst euch wirklich top beraten lassen, welche Art ihr da gerade gekauft habt. Wer dem vorbeugen möchte, der kann eine sogenannte Rhizomsperre einarbeiten. Das macht man auch zum Beispiel beim Bambus, damit er halt nicht unkontrolliert den ganzen Garten zuwuchert. Also wirklich darauf achten, welche Sorte hat man gekauft. Ansonsten zieht er wirklich sehr viele Insekten an, nicht nur Bienen und Hummeln, viele andere auch. Die Lupinien, da habt ihr auch eine ganz gute Auswahl, was die Farben angeht. Es gibt sie auch in einem Weißton, den besitze ich leider noch nicht, aber das kann ja alles noch werden. Leider sind die aber auch sehr beliebt bei Schnecken, wobei, Achtung, nicht so wie bei den Funkchen. Also das ist dann überhaupt nichts im Vergleich zu Funkchen. Es sind halt mal ein paar Blättchen angefressen, aber ich muss da jetzt gar nichts unternehmen oder dass ich anfangen muss, Schnecken abzusammeln. Und sie verbreitet sich auch ganz gut über ihre Samen. Oder was ich dann mache, wenn die Samen trocken sind, ich sammle die Samen und werfe die einfach in den Garten hinein und warte halt mal ab. Die Akelei. Eine sehr pflegeleichte Pflanze, zumindest in meinem Garten, kann ich jetzt wirklich nur berichten. Auch was Schädlinge angeht, da musste ich noch nie irgendwas unternehmen. Ich habe auch noch keine Läuse an ihr gesehen. Falls ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, mich würde das wirklich mal interessieren, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Besten Dank schon mal an dieser Stelle. Ja, was die Farbauswahl angeht, da gibt es auch ganz viele verschiedene Töne, gelb und lila oder lila-weiß zum Beispiel. Aber sie verbreitet sich auch relativ stark über ihre Samen. Da müsst ihr ein bisschen dran denken. Wenn man das nicht möchte, einfach nach der Blüte abschneiden. Hat auch den Vorteil, dann kann sie noch mal ein zweites Mal blühen. Die Flockenblume. Die ist übrigens auch sehr beliebt bei Schmetterlingen. Das konnte ich jetzt im Laufe der Jahre in meinem Garten beobachten. Gelegentlich mal läuseanfällig, aber da bin ich mir persönlich gerade ein bisschen unsicher, weil neben ihr steht direkt meine Zierdiste. Es kann auch sein, dass die deshalb gerade nicht wirklich läuseanfällig ist und alle Läuse rennen gerade zur Zierdiste rüber. Aber wie gesagt, bin mir da jetzt ein bisschen unsicher. Das Tolle an ihr ist, sie blüht wirklich sehr, sehr lange und bildet ständig neue Blüten nach. Man hat ganz, ganz lange Freude an ihr im Garten. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen mit bienenfreundlichen Pflanzen im Garten, beziehungsweise es waren jetzt Stauden. Und keine Sorge, das Projekt bienenfreundlicher Garten wird noch weitergeführt werden. Es wird auch noch ein Video zum Beispiel kommen, welche Kräuter ziehen Bienen magisch an. Und ja, ich habe noch ein paar Sachen im Petto. Also, danke fürs Zuschauen, eure Pink Peach, macht's gut!